Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei XCOM Enemy Within im Long War Mode. Wir schicken der unsere Rookies zur Operation Finale Dunst, wo wir einen VIP finden müssen und diesen VIP, den VIP beschützen müssen. Mal schauen, was passieren wird. Die letzten Kämpfe waren ja okay, würde ich sagen, von meiner Sicht der Dinge her. Der UN-Mitarbeiter Peter Van Dorn und seine Begleiter wurden von einer Detonation erfasst, die eine nahegelegene Brücke zerstört hat. Ja, das erinnert mich an was. Zudem empfangen wir Signale von Feinden, die sich in der Gegend sammeln. Stellen Sie fest, ob Van Dorn noch lebt und bringen Sie ihn heil zurück, ehe das Gebiet überrannt wird. Die Mission ist nämlich basic. Hey, hier sind befreundete Einheiten. Naja, ich weiß. Shibati. Double time. Mi muovo. Ich wundere mich gerade, mit wem flankieren wir denn in einer Seite? Ach, ein Traum. Du sollst mal direkt erstmal aufgerüstet werden, beziehungsweise, wie heißt es? Befördert werden. So, was machst du, mein Freund? Dich bewegen, angreifen, abhauen. Abhauen. Ich weiß nicht, ob diese Missionen jetzt einfacher oder schwerer sind, weil das ist ja eine generelle Mission. Natürlich wurde die Belohnung hier ein bisschen angepasst, aber wo ich jetzt schon sehe, dass nur zwei Aliens sind. Beim Start kann natürlich sein, dass die Mission gleich geblieben ist, aber wir werden es ja sehen. Got it covered. So, du kannst im Feldposten da vorne stehen. Wisst ihr eigentlich, was mich so richtig ärgert? Ich habe XCOM auch für Tablet, beziehungsweise für Smartphone irgendwann mal geholt, weil ich so gedacht habe, boah, eigentlich ist das ganz cool. Ich habe ein Smartphone mit einem recht großen Display. Da abends einfach mal im Bett noch XCOM auf dem Tablet oder was auch immer zu spielen. Und was war? Da wird mein Tablet nicht unterstützt. Naja, mein Tablet sei jetzt schon, sagen wir mal, mein Paddle-Jumper. Den andere wahrscheinlich als Smartphone identifizieren würden. Aber es ist einfach so geil, wie eigentlich so dieser Bedarf an Tablets wieder gefallen ist. Das war schon das zweite Mal, dass er so genau trifft, ne? Früher haben die dann voll Action gemacht, boah, jeder braucht ein Tablet. Bla bla bla, das ganz große neue Ding. Und jetzt ist das wirklich, die Leute ist aufgefallen, dass das irgendwie doch Kacke ist. Wir haben ein neues Ziel. Mit einem Tablet zu arbeiten. Und man doch eine Tastatur braucht, dann kamen jetzt diese Tablets mit, wie heißt es, mit Tastatur. Und alles hat mal angefangen mit Netbooks. Und Netbooks sind auch irgendwann verschwunden. Dann werden auch noch die Verkaufszahlen gestreckt durch irgendwelche, ja, wenn ihr einen Vertrag abschließt und so weiter, dann könnt ihr auf jeden Fall ein Tablet dazu bekommen und so weiter und so fort. Ich weiß noch, wo mein Mobilfunkanbieter mich angerufen hat und meinte, das wäre so das absolute Ding. Und da habe ich dem vorgerechnet, ja, wenn ich mir das einfach jetzt kaufe für den Preis auf dem Markt, dann komme ich billiger weg, als wenn ich bei euch das hole für mit dem Vertrag in 4 Monaten. In 2 Jahren das dann abzubezahlen über den Vertrag mit eurer Datenkarte. Dann hole ich mir eine Datenkarte von irgendeinem Billiganbieter für 5 Euro dazu und dann sind wir wieder auf dem gleichen Preis und ich brauche keine Datenkarte. Ich würde es eh nur im WLAN benutzen. Da hat die gemeint, ja, nee, das kann nicht sein, das ist schon der günstigste Preis. Sie sollen auch was von dem Spaß haben. Und ich meine, nur nein, ich kann es gerne nochmal rechnen für sie. Sie kann ja nichts dafür, es ist ja ihre Firma irgendwo und die wollen ja auch, sagen wir, es ist kein Benefit für den Kunden irgendwo, aber... Dieses Alien sieht uns Menschen sehr ähnlich. Oh. Vielleicht verwenden sie es als eine Art Infiltrationseinheit. Ich empfehle, es für genauere Untersuchungen gefangen zu nehmen. Ich
empfehle, ist einfach in die Luft zu sprengen. Bevor es mir auf die Eier geht. Ja, da so kriegen wir den nicht. Und durch den Höhenvorteil... kann man leider gerade auch nicht zerfetzen. So, aber wir schicken ihn mal runter. Dann kann er vielleicht nächste Runde die flankieren. Und ihn können wir einfach mal zum General runterschicken. Gott sei Dank sind sie da. Ich lebe noch. Im Gegensatz zu vielen von meinen Jungs. Verschwinden wir von hier, bevor noch mehr von diesen Dingern auftauchen. Ich weiß nicht, zu welcher Truppe sie gehören. Solch eine Ausrüstung habe ich bisher noch nie gesehen. Commander, wir sollten die VIP schnellstmöglich zum Skyranger bringen. Ziele wurden aktualisiert. Ja, bringen wir nachher. Aber erstmal ärgern wir hier die Leute. So eine Scheiße, ich erreiche auch gar keinen. Versuch's einfach. Sehr schön. Alien neutralisé. Da kriegen wir ein paar Beförderungen. Strike One, eine Welle X-Rays nähert sich ihrer Position. Augen auf. Ist er nicht der Versuch zu fliehen? Es gibt keinen Weg zum Fliehen. Uah. Bestätige. Versuch es. Sehr schön. Feind ausgeschaltet. Tut mir leid, dass ich das mal eben hier so auf Verdacht einfach mache. Nur 3 Schaden. Wenn wir hier lebend rauskommen, hoffe ich nur, dass ich es diesen Bastarden noch einmal heimzahlen kann. Das kannst du, das werde ich dir sogar ermöglichen. Lieber Dorn. So, ziehen wir uns langsam zurück. Aber immer dran denken, Feldpostenposition einnehmen. Auf dem Weg. Dann können wir nämlich alle, die sofort auftauchen, direkt angreifen. Feindkräfte im Anrücken, Strike One. Gefechtsbereitschaft. Position bestätigt. Na komm, mach den platt. Kanone leer. Begebe mich auf Position. Das macht nichts. Procedo. Schützt einfach den VIP. Warum heißt die Leroy? Das sage ich ja jetzt erst. Ja, ganz schrecklich. In Bewegung. Die wird nachher alle Drachkin ziehen aus der Station hier. So, du kannst jetzt Gas geben. Renn einfach durch. Ach du Scheiße, dann sind da oben echt noch Truppen. Egal. Ich wünschte, ich hätte mehr für meine Leute tun können. Ich habe gute Männer verloren. Für Depressionen hast du nachher noch Zeit, wenn wir dich rausgeholt haben. Wachsam bleiben, Strike One. Feindliche Kräfte nähern sich ihrer Position. Was war das für ein Geräusch? Muss jetzt... Scheiße. Ja, was sollen wir machen? Wenn du rennst, bis wohin kommst du?
So, komm nicht in den Beschuss. Doch, der kommt in den Beschuss vom dünnen Mann. Das war's. Ich hätte ihn aber auch nicht alleine da vorne stehen lassen können. Zum Glück war es nur ein Rookie. Obwohl, jedes Menschenleben ist kostbar in diesem Krieg. Gib mir Martini. Rasier. Bestätige. Nee, das konnte ich nicht verstehen. Die Sprache kenne ich nicht. Das sah da draußen nicht gut aus. Wären sie nicht aufgetaucht, hätte ich es vielleicht nicht geschafft. Diese Dramatik. Da freue ich, da lebt noch einer deiner Männer. Oh, guck mal, einer meiner Männer lebt. Hm, cool. Meine Stellung ist in Gefahr. Packen wir es an. Ricorsa. Time to double. So, ich hoffe einfach das Beste. Schick den ruhig dahin. Du kannst mal dahin spurten. Das ist ein bisschen komisch aufgeteilt worden, macht aber nichts. Hauptsache, ich kann den VIP nächste Runde rausziehen. Sie so. Haben etwas gut bei mir. Ernsthaft. Ohne ihre Hilfe wäre ich nicht hier. Töte alle verbliebenen Außerirdischen. Ein Traum wird wahr. Gut gemacht. Jetzt müssen Sie nur noch die übrigen Feinde erledigen. Ziel wurde aktualisiert. So eine Kacke. Da habe ich mich gar nicht mehr erinnert. Schmeiß sie mal dahin. Das waren die ersten 4 Schaden, die du kassierst. Negativschaden. Gibt's keinen Positivschaden heute. Sehr schön. Shibati. Shibati. Ionamo Massacre. Okay, Isai. Ionamo Massacre. Du kannst auch mal nachladen. Scheiße nicht, ey. Jetzt will ich hier nochmal bis zum anderen Ende laufen. Um die dämlichen restlichen Aliens abzuknallen. Ich bin so ein Honk. Hab's gehört. Da hätte ich auch meine eine stehen lassen können, die sich da hinten irgendwo versteckt. Bis zum geht nicht mehr. Ah ne, der eine, der hatte noch geschossen. Ich dachte schon, ich habe eine alte Munition rausgenommen, anstatt reingemacht in die Waffe. So, der hört die. Was war das für ein Geräusch? Ich hoffe mal, die sind nicht alle auf Feldposten. Rücke vor! I'm on it, Commander. Na, die sind alle unten geblieben, ne? Aber was mir aufgefallen ist, bis jetzt, die benutzen keine Granaten. Die Aliens. Ich gebe Gas. Ich weiß gar nicht, ob das im Hauptspiel... Ich habe es jetzt schon so oft eigentlich durchgespielt. Ich weiß trotzdem nicht, ob es im Hauptspiel so ist, dass die Granaten benutzen. Ich glaube schon, doch. Wäre es vielleicht nicht die Sektoiden? Die normalen Glubschaugen-Asia-Aliens. Aber die anderen.
Sektoid gefallen. Ich denke nicht. Ah, vielleicht doch. Hab keine Moon. Hab keine Moon. Nition. Oh, wenn der den erledigt, was er nicht macht. Egal. Flankieren wir auch von hier aus. Ne, der sieht den anderen gar nicht. Schön. Tötet das den anderen? Ja. Und es gibt trotzdem noch verbleibende Außerirdischen. Da muss sich doch irgendwo einer verstecken. So, ich lade jetzt erstmal nach mit allen. Während der Rest in Feldpostenposition bleibt. So, lauf mal da runter. Der sieht immer noch nichts. Jetzt sag nicht, der steht da hinten auf dem, auf der Anhöhe. Ist doch alles scheiße. Renne! Renne, wie so ein Schulkind. Renne! Auf zur Front, auf zur Front! Wisst ihr, was mich traurig macht? Dass die Rookies besser abschneiden als mein Hauptteam. Okay. Ach, wäre schön, wenn man jetzt schon Waffen aufsammeln könnte. Gar sei ich den dünnen Mann überhaupt nicht sehe. In seiner neuen Skinny Jeans. Er hat sich bestimmt irgendwo hinten hingestellt und jetzt kann er da nicht mehr raus. Da ist er. So, schön flankiert. Das ist der erste Schaden. Dich heben wir mal auf für eine Granate. Weil im Optimalfall tötet sie ihn jetzt. Ja, scheiße, gilt nicht als flankiert. Aber reicht. Missionsparameter erfüllt, Strike One. Kommen Sie zu. Leider einen verloren. Ich hasse es. Oh, zwei Heavy. Tot, 4 Tage. Kann es sein, dass die meinen todmüde oder Rest? Nee, Rest übersetzen die ja nicht mit tot. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Kein Satellit verfügbar. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Kraftwerk braucht noch 3 Tage. Wir haben 400 Credits. Da können wir auch sogar schon das nächste Kraftwerk bauen. Wenigstens kriegt man auch ein paar mehr Arten Geld hier.
glaube, ich gebe mal Großbritannien Satelliten. Satellit gestartet. Ach, wisst ihr, was die Werte sind? Das ist das Geld, was die uns bezahlen. Ohne, dass sie einen Satelliten haben. Und wenn wir Satelliten starten, dann kriegen wir nochmal Geld von denen. Schön. Scheiße, dafür fehlen mir Ingenieure. Ich habe schon sowas Schlimmes befürchtet. Und dann beginnt halt den Bau vom Aufzug. Commander, wenn wir uns nicht bald um den Mangel an Forschern im Labor kümmern, wird unsere Forschung darunter leiden. Gib das mal aus. Da wären wir da vielleicht mal. Kontakt entdeckt. Oh. Ich bin irritiert. Wir haben Sichtkontakt zum Feind. Und ich weiß nicht, ob das, wie es hier der Kampf ist, ob sich das verändert hat von der Stärke. Der UFO ist auf jeden Fall verfehlt, unser Ding auch mehr. Kontakt entdeckt. Ich habe keine Ahnung, was das für drei Tasten sind, vor allem weil die anderen beiden steht undefined. Bereit für Nahkampf. Ach so, die schießen nur die Raketen ab, die sie auch gerade haben. Und in 35 Stunden wäre das UFO wieder weg. Ich bin fasziniert wirklich von dem Spiel. Nimm noch eine weitere Rakete mit. Dann haben wir ihn hier. Er ist auch. Genau. Werd mal ein Heiler. Dann geben wir dir die Medkits mit. Als nächsten Soldaten, der gerade aktiv ist. Ich glaube, tot bedeutet dann wirklich, die müssen rasten noch. Und dadurch kriegt man so eine gewisse Rotation hin zwischen seinen Leuten. Dann können wir den Assault hier noch mitnehmen. So, den Medic, der ist wieder fit. Und die beiden sind ready. Aber die sollen auf jeden Fall eine Rüstung mitnehmen. Also die größere und das Exalt-Sturmgewehr. Und kein Laser-Sight, sondern die Platten. So, auf zum Einsatz. Raven 4 Status bereit. Transporter ist eingetroffen. Und nächstes Mal geht's dann an der Stelle weiter bei XCOM Anywhere auf Classic mit dem Long War Mod. Bis dahin, ciao, euer Doc.